Aus Angst vor weiteren Beben bleiben sie draußen. Auch Ärzte versorgen Verletzte im Freien aus Sorge vor Nachbeben, aber auch, weil die Krankenhäuser überfüllt sind. Zweimal bebte die Erde auf der indonesischen Insel Sulawesi. Vermutlich löste das zweite, heftigere Beben den Tsunami aus. 3 Meter hohe Wellen überrollten die Westküste. Besonders betroffen ist die Inselhauptstadt Palu. Dort sollte am Abend ein Festival stattfinden. Hunderte Menschen haben das Strandfest gerade vorbereitet, als die Welle kam. Sie werden alle vermisst. Die Wassermassen rissen alles mit. Menschen, Häuser, Autos, Straßen wurden zerstört. Das erschwert nun die Rettungsmaßnahmen. Das aus zahlreichen Inseln bestehende Indonesien liegt auf der geologisch aktivsten Zone der Welt. Mehrere tektonische Platten stoßen dort aufeinander. Immer wieder bebt die Erde, so wie gestern. Der Katastrophenschutz in Palu geht davon aus, dass die Opferzahlen weiter steigen werden. Da die Strom- und Kommunikationsleitungen unterbrochen sind, weiß keiner, wie stark es die umliegenden Gemeinden getroffen hat. Unsere Rettungskräfte haben längst noch nicht alle betroffenen Gebiete erreichen können. Es fehlt uns an spezieller Ausrüstung und wir müssen die Rettungsteams vergrößern. Das Militär ist inzwischen vor Ort. Auch die EU hat Hilfe angeboten. Unklar ist noch, warum die Tsunami-Warnung, die die Behörden nach dem ersten Beben herausgaben, wieder zurückgenommen wurde.